Soweit die Geschichte. Eine große Arena voller Blut, ein erschlagener Riese, ein Tribut in voller Höhe gezollt. Doch bevor der König unserem Reiter hilft, muss er seinen Hof der Toten haben. Herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2. Wir waren im letzten Part stehen geblieben, indem wir den Auftrag bekommen haben, vom Kanzler seine drei Gehilfen zu holen. Seine drei Lakaien, glaube ich, war das. Oder so. Einen haben wir ja schon. Und wir sollen jetzt die nächsten beiden suchen. Ich möchte jetzt schauen, ob wir per Schnellreise zum nächsten können. So schnell wie möglich das alles abfrühstücken. Weltkarte. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Wenn ich irgendwie mit der Steuerung nicht klarkomme, entschuldige ich mich dafür. Schnelle Reise. Grab des Pharisäers. Ja, von da bin ich wahrscheinlich gekommen. Das soll das heißen. Ja, okay. Hauptaufgabe ist wo? Wo ist meine nächste Hauptaufgabe? Da, der Stachel. Kann ich da hinreisen? Nein, natürlich nicht. Wo kann ich denn am besten hinreisen? Ich kann hier zum Grab des Pharisäers reisen und dann da langlaufen. Hier ist die Stadt der Toten. Ich denke, die ist da. Achso, das ist der ewige Thron. Wo bin ich denn gerade? Wo bin ich denn? Hallo, hallo, hallo? Tod. Wo ist Tod? Tod ist nicht auf der Karte. Wo sind wir? Warum werden wir nicht auf der Karte angezeigt? Das ist ja doof. Naja, ich reise jetzt erstmal hier hin. Schnelle Reise, ja, bitte. Zum Grab direkt möchte ich ja nicht. Deswegen reise ich direkt zum Tor. Das ist für uns, glaube ich, besser. Tod kann seinen Wandel verlängern, indem er sich über kurze Wandpfosten hinwegschwingt. Das wissen wir schon. Haben wir schon mehrmals benutzt. Liebes Spiel. Ja, ja, der erste Ladescreen dauert immer am längsten. Ich weiß nicht warum, aber es ist nun mal so. Du darfst jetzt ruhig zu Ende geladen haben, Spiel. Hallo? PlayStation? Du darfst laden. Mein Gott, die Ladezeiten bei der PlayStation-Version sind aber ganz schön wuchtig. So, wir möchten reiten. Geht schneller. Und dann noch ein paar Untote hier weg. Reiten wir einmal durch die Gegend. Hier können wir die Gegend noch ein bisschen nebenbei erkunden. Ja, das war jetzt viel erkunden. Da ist schon wieder so ein blauer Kristall. Was hat es damit auf sich? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal. Hier könnte ich so einen Typen rufen. Dann wollen wir das doch mal machen. Dann ruf mal den Kumpel. Ruf den Kumpel. Ruf den Kumpel? Warum geht das nicht? Warum? Wieso kommt der nicht? Muss ich mich auf den Kreis stellen? Hallo? Wieso geht das denn nicht? Ist das zu blöd? Hallo? R2. Will nicht kommen. Hat keine Lust. Ja, du bist lustig. Warum kommt denn hier keiner? Verstehe ich nicht. Oder muss ein bestimmter, müssen wir einen bestimmten haben? Alle drei oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt da keiner. Keine Lust. Ja, und Moment. Wieso komme ich da nicht durch? Labyrinth? Ah, guck mal. Da ist das Labyrinth des Seelenlenkers. Schon mal gut zu wissen. Wie komme ich denn da hin? Grab des Judikators. Ja, da soll ich doch jetzt hin. Hier, Judikator. Da soll ich hin. Aber wieso geht das nicht? Wieso kann ich meinen Kumpel hier nicht rufen? Wieso geht das nicht? Ich bin gerade total... Warum? Wieso kommt keiner? Hallo? Das ging doch so. Hinstellen, R2 drücken. Es kommt aber keiner. Hä? Was ist da los? Was ist da los? Hallo? Wow, was habe ich denn da jetzt gemacht? Okay. Coole Sache. Wieso kommt keiner? Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Was ist hier? Kann ich da was machen? Nö.
Ach, hau ab. Lass mich in Ruhe. 609er normaler Schaden. Bin schon heftig drauf hier. Typen hier. Voll die evil Typen. Nur wieso komme ich da nicht ins Grab rein? Ich brauche den doch. Ja, ich kann aber auch jetzt hier rumballern wie so ein Doofen, aber es bringt mir ja nichts. Ich kann jetzt die Skelette hier kaputt machen und hier rumlaufen, aber was soll mir das denn bringen? Wieso komme ich denn da nicht weiter? Das kotzt doch an, sowas. Spring mal ab. Sind die Skelette jetzt noch hinter uns her? Haben wir die so geärgert? Ja, haben wir. Okay. Mach die mal eben platt. Können wir Skelette eigentlich? Ach, jetzt haut er ab, weil er Angst hat. Ja, okay. Dann hau halt ab. Was hat es? Erstmal, was hat es mit dem Scheiß da oben auf sich? Was ist das? Was ist das da? Oder muss ich das an. War das so? Moment mal. Nee, so war das doch nicht, oder? Nö. Macht ja auch nichts. Passiert hier ja auch nichts drauf. Och Leute, warum geht denn das nicht? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. Wieso kann ich den Typen nicht rufen? Habe ich den falschen? Ja, es geht doch nicht. Es leuchtet vor sich hin, aber es geht nicht. Hm. Entweder ist es echt zu lange her, dass ich das gespielt habe, oder ich mache irgendwas falsch, oder ich kann hier noch nicht hin. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Zum Grab des Pharisäers. Kann ich den da nochmal rufen? Wir reiten da mal eben hin. Ach, ist das ätzend, ey. Was soll denn das? Das ging doch so. Ich bin so sicher. Mann. So, wir gehen mal durch das Riesentor hier. So. Sonst mache ich Nebenquests. Habe ich die Schnauze voll hier. So. Kann ich den hier rufen? Kommen die jetzt wieder rein und sind am Backen? Dann geht das Tor so ab. Da oben muss es auch noch was geben. Oder war ich da oben schon? Ich habe keine Ahnung. Ich will aber auch nicht wieder runterfahren. Das bringt ja nichts. Ich fahre mal runter und guck, ob ich den da irgendwie direkt holen kann. Ich möchte jetzt keine Ewigkeiten hier in dem alten Dungeon rumlaufen. Ja, schneller. Bitte. Mein Gott, ist das tief. Ja, ist gut jetzt. Fahr schneller. Ja, kann ich den hier rufen? Ist hier irgendwo so ein Ding? Geht das irgendwo? Nö, natürlich nicht. Na toll. Ach Mann. Mach mal eine schnelle Reise weg hier. Ich hoffe, das geht hier im Dungeon. Oder muss ich noch... Ich war doch schon da, ne? Bei ihm. Oder muss ich ihm das noch... Ich gehe da jetzt nochmal hin. Kann er nicht angehen. Kann ja nicht angehen, dass ich da nicht weiterkomme jetzt. Das ist doch, war doch so, ne? Draufstellen, R2 drücken, dann kommt der Typ. Das war doch nicht kompliziert. Ich bin gerade voll verwirrt. Ha. Ewiger Thron, ja. Hier habe ich angefangen vorhin. Geh jetzt nochmal zum Kanzler. Ich glaube, ist das überhaupt der Kanzler? Ich nenne ihn mal Kanzler. Ich meine, das war er, ne? Oder war er da oben, der Kanzler, der mich erst nicht reinlassen wollte? Kann ja auch sein, weiß ich nicht. Ach, geh rein. Hey du. Habe ich den Typen hier abgelagert oder was? Oder so. Muss ich mit dem mal reden oder was ist los? Enttäusche mich nicht, Reiter. Sonst wirst du niemals zum ewigen Thron zurückkehren. Und dein Bruder wird für dich verloren sein. Was weißt du von meinem Bruder? Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Er jedoch schon. Seine Seele hat dieses Reich passiert. Sie brannte vor Agonie. Jetzt kühlt sie sich im Abgrund ab, umgeben von nichts und Stille.
Schon bald wird der feurige Rat sie von seinen Zähnen kratzen. Mit deiner Hilfe wird das dem Rat verwehrt bleiben. Du musst mir verraten, wie man den Quell erreicht. Ich bin diese Ablenkungen allmählich leid. Wenn du antworten willst, warum nimmst du sie dir nicht? Auf diesem Weg dienst du nicht dem Gleichgewicht. Und deshalb wird dir deine rechtmäßige Macht verwehrt. Bis du sie hast, stehst du unter mir. Du wirst mir vergeben, Herr, wenn ich mich nicht verneige. Warum haben deine Fürsten den ewigen Thron verlassen? Sie sind auf das aus, was sie nicht haben können. Etwas, das hinter Tod und Leben liegt. Vergessenheit. Die Feiglinge behaupteten, sie würde sich bereits ausbreiten, an den Rändern unseres Reiches nagen. Nachdem ich sie bestraft hatte, flohen sie in ihre armseligen Festungen. Du sprichst vom Verderben. Nenne es, wie du willst. Es ist keine Bedrohung für die Fürsten der Toten. Wir haben seit Anbeginn der Zeit über die Gefallenen gerichtet. Es gibt keine Macht, die das ungeschehen machen kann. Und das ist gerade, ich sehe da gerade was hinter dem Thron hervorblitzen. Das ist gut getarnt, weil er auch so grün schimmert. Hier hinten liegt noch was. Und zwar ein Artefakt. Relikt von Etogos. Jawohl, das ist gut getarnt gewesen. Muss ich ja mal lassen. Habe ich erst nicht gesehen. Jetzt erst während dem Gespräch habe ich das da entlang schimmern sehen. Aber viel geholfen hat der Typ mir jetzt nicht. Ich kann das Relikt jetzt abgeben beim Itogos. Oder hier beim Goss. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Irgendwas mit Goss am Ende, am Anfang. Ich weiß es nicht mehr. Wie heißt du nochmal? Hi. Sieh dich nach Berlin. Ostegos, genau. Verkaufen. Und zwar. Oh, guck mal. Moment mal. Wir können ja mal eben ein paar Sachen verkaufen, wenn wir schon hier sind. Wir haben ja wieder einiges gekriegt. Und alles, was ich jetzt nicht ausgerüstet habe, wird schlechter sein. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Man kriegt hier alles ja doppelt und dreifach. Zack, zack, zack. Und Schuhe haben wir auch noch. Was haben wir hier? Heiltrank möchte ich behalten. Und ich kann doch hier irgendwo bestimmt... Da, das Relikt. Zwei Stück. Belohnung 6000. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Super. Jetzt haben wir schon ohne Ende Kohle. Gucken, können wir ihm bei... Wir können die Heiltränke kaufen. Haben wir schon voll? Nein, haben wir nicht. Kaufen wir Heiltränke. Ich möchte... Okay, ist gut. Und Zorntränke kaufen wir auch ein paar. Das. Oh Gott, da hatte ich kaum welche. Okay. Ja, so Sachen hier, Ausrüstung, denke ich mal, werden wir immer bessere finden. Da werde ich nicht viel bei ihm kaufen müssen. Nur Tränke sind immer ganz gut, die parat zu haben. Was mich jetzt wirklich, wirklich ankotzt, ist die Tatsache, dass ich nicht weiterkomme. So. Ewiger Thron. Ich soll zum Judikator. Der Judikator ist hier unten. Aber ich kann natürlich mal zum Schlund gehen. Vielleicht kann ich darüber. Gehen wir dort mal hin. Vielleicht ist das Rätsels Lösung. Ich weiß ja nicht, wie ich die Karte hier so wirklich deuten kann. Ob ich da auch über diese fliegenden Steine hinweg kann. Werden wir sehen. Ich hoffe, dass ich noch weiterkomme. Oder ist mal gerade buggy oder so und es hat nicht reagiert oder ich habe es falsch benutzt. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob es gleich noch einen Hilfescreen dazu gibt. Ah, ist das schlimm. Die Ladescreens bei der schnellen Reise sind echt ätzend. So, der Schlund. So. Soll ich mal in den Schlund rein? Da war ich nämlich noch nicht drin, glaube ich. Wollen es kaputt hauen? Nö, ich geh mal runter. War ich hier schon drin? Mal schauen. Wo kommen wir denn dann hin? War ich da schon drin? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. War ich hier schon? Ich hab keine Ahnung. Ganz ehrlich. Hui. Ich hab keine Ahnung, ob das richtig war. Stopp, hier gibt es noch eine Truhe. Muss ich dafür weiter runter oder? Ah, da unten. Ah, perfekt.
Anscheinend war ich hier noch nicht. Ja, toll. Wozu habe ich die Tränke nochmal gekauft? Verdammte Scheiße. So. Dann einmal hoch wieder und nach rechts. Ich glaube, hier war ich noch nicht. So. Dann gehen wir da mal lang.